Und es geht wieder los. Ab am Yukon und heute auf die ganz, ganz dicken Brocken. Elch ist angesagt, Büffel ist angesagt und das an der Stelle, wo ich auch zuletzt rumgeballert habe. Also, ich setze mir den Wegpunkt. Wir sehen hier unten schon ein wenig Eskalation. Das ist allerdings auch schon 2 Tage her. Und jetzt geht es hier nochmal hin in diese Area zu diesen ganzen Seen. Ich schaue mir das an. Ja, was machen die Elche? Was machen die Bisons? Und kriege ich die alle geballert? Ich bin gut ausgestattet, hoffe ich doch zumindest, mit der Tsurugi. Schön. Kaliber 338, ja, 70 Schuss reicht, 70 Schuss auf der Moradi. Falls da doch mal was Kleineres noch vorbeirennt, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und das Ganze eben hier schön dann auf dem Hochsitz. Also vom Hochsitz runter, Long Range, maximale Entfernung. Richtig schön auf Elch. Und dann gucken wir mal, was da geht. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Strecke machen und vor allem muss ich hier erstmal runterkommen, Alten. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen latschen. Also, ich mache jetzt ein bisschen Strecke und dann suchen wir uns schon mal den ersten See, wo was gehen kann. Der Wind steht gar nicht mal so gut. Das bedeutet, aufpassen. Erstmal, wie gesagt, Strecke machen. Aufpassen, dass ich nicht so viel verscheuche in der Zeit. Und apropos Zeit, wir haben noch etwas Zeit. Denn Elch, Trinkzeit, Bedürfnisgebiet für Elch, für die Trinkzeit ist 12 Uhr. Mittags um 12 denkt sich der Elch, Alten, jetzt trinken wir erstmal einen, wa? Ja. Deswegen torkeln die auch immer so. Also, ab zum Wasser. Und dann gucken wir, wo der Elch ist. Wham! Und ich gucke gerade noch nach. Und was sehe ich da? Perfekt. Also, die Trinkzeit vom Bison ist viel eher. 115 Meter. Da muss ich doch draufhalten. 115 Meter, männlich, ruhig und entspannt. Das ist doch was. Wenn er jetzt noch ein bisschen gut steht, könnte ich den noch mitnehmen. Oder von hier zwischen den Beine in die, ins Herz, Lunge, Herz, jetzt so, wenn er runterguckt. Flach. Könnte man machen, wa? Ich guck mal gerade rein. Wir können nullen auf 150, auf 75. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall drüber aimen. Und damit wird das Ganze präzise auch schon wieder hinfällig. Aber ich würde trotzdem noch in die Lunge kommen. Weil mir das aber ein bisschen zu spack ist und wir wollen ja heute mal wieder ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Also vernünftig geschossene Tiere. Deswegen ändere ich noch ein bisschen den Winkel. Der war gerade schon ein bisschen nervös wegen meinem Mief. Apropos Mief. Ah, Axe, Call of the Wild. Beste. So. Und da ist er schon auf der Flucht. Ich war einfach zu laut, Alter. Jetzt rennt er schon weg. Aber er ist noch nicht so richtig. Er ist noch nicht so richtig engagiert. Der bleibt auch gleich nochmal stehen. Ziemlich sicher. Und dann guckt er sich nochmal um und denkt sich, na nu na na, der zwickt doch was in der Lunge. So, Alten, jetzt. So langsam, 160 Meter. Hör doch mal auf, ey. Ich will dir doch nicht so halb hinterher schießen. Jetzt bleibt er stehen. Hat er gewusst. Okay. Komm, dreh dich nochmal. So ein bisschen. Oh, da muss ich mir jetzt hier so flach in die Lunge reinballern, ey. Na komm. Drüber geaimt. Ich glaube, ich habe drüber geballert. Jo. Macht nichts. Kriege ich noch. Will ich den überhaupt? Ja, ja, jetzt will ich den noch mehr. So, 230 Meter.
150, ja, so hätte ich jetzt drüber aimen müssen. Komplett außer Atem schon hier. Jetzt habe ich ihn. Jetzt ging er auch gut rein. Zack, direkt auf 50, 25, Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Zack, und da liegt er. Hat er nochmal schnell drüber nachgedacht, über seine Sünden. Und hat sich dann gedacht, ach, scheiß was drauf, Digga. Okay, da rennen wir jetzt hin. Ja, kriegen wir doch. Und da vorne liegt er auch schon. Wenn man, das war ja zielstrebig auf den Punkt gerannt. Sehr, sehr, sehr cool. Na, wenn man ihn sieht. Ja, Feini, hast du gefunden. Alter, mein Hund, ne? Der ist zwar ein bisschen dumm, aber manchmal auch echt hilfreich. Bäm, Bison. Nummer 1, Silberwertung, doch zweimal getroffen. Wait. Erste Mal war doch schon Lunge. Auf 200, ne Moment, das war zweite Mal. Ich glaube, erste Mal war das. Ja. Erstes Mal war das, von hinten Karnickel-Fangschlag. Von hinten in den Nacken. Und zweite Mal der Finisher auf 200 noch was, die 80%. Gerade noch mal gut gegangen. Alter, und hier schnattert's heute schon wieder so viel, ne? Hier schnattert's heute schon wieder so viel. So, was sagt die Uhrzeit? 11.30 Uhr. Ab 12 Uhr Trinkgebiet für Elche. Und ich guck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich guck auf die Uhr. Oh. Da liegen doch noch welche, oder? Wie weit sind wir entfernt? 200 Meter. Das ist nice. Das heißt, ich kann doch jetzt hier. So. Zack. Meinen Tannenbaum hinstellen, Alten. So. Pfft. Ah, und erstmal entspannt auf den Arsch setzen. So. Oh. Look at the gang. Eduardo. Guck dir das an, Alter. Ja, der Babo steht da. Dem, muss ich den rausnehmen jetzt oder was? Wie ist denn das? Ich raff das immer nicht so richtig, ne? Du kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob du das gerafft hast. Also, das ist ja jetzt ein Tier. Da steht dran, das ist ein mittlerer. Also, die werden maximal 5. Das heißt also, ich schieße raus die Zweier und die Dreier. Und die Einser lasse ich drin. Oder schieße ich nur die Dreier raus? Und die Vierer? Ne, die Vierer können ja schon Dia werden. Ich schätze, oh, guck mal, da hinten sind auch Gänse. Noch ein Gebiet entdeckt. Noch mehr. Alter, Hochsitz, Beste. Guck mal da, nächste. Dreier sogar, Kanada-Gans. Hör mal auf, ey. Ich bleib hier nur noch sitzen. Das ist wie Gaming, Alter. Auf dem Arsch sitzen und trotzdem gleichzeitig in der frischen Natur. Riecht ein wenig nach Fuß. So, wait. Also. 220, 230 Meter. Dem jubeln wir jetzt einfach mal einen schön zwischen die Rippen. Das ist ein Zweier. So. Ich bin hier auf 300. Das heißt, ich muss ein bisschen drunter. Wir gehen. Hier ist ja das Bein. Hier ist das Bein. So runter, ne? Wir gehen so ein bisschen, so eine Handbreit hinters Blatt. Eine Handbreit hinter Schulterblatt. Und dann sollten wir immer noch schön in der Lunge sein. Und wir aimen jetzt, weil wegen der Entfernung, ein bisschen drunter. Ja, so ungefähr gleich. Wenn er sich gleich wieder normal hinstellt, damit die Lunge nicht so nach unten geht. Ja,
müsste eigentlich satt getroffen haben. 50, 25, 0. Das sind wahrscheinlich beide Lungenflügel gewesen. Einser. Wenig Jagddruck, das ist ganz geil. Das sieht man eben auch jetzt hier. Also wenig Jagddruck, so viel Jagddruck wie hier zuletzt. Das ist ja schon ein paar Tage alt. Aber eben deutlich weniger, ist es gar nicht so richtig pink hier durch den Abschuss. Richtig, richtig nice. Übrigens richtig krass, letztes Video auf Gemse mit dem Bogen. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Mit den Gemsen, das war Livestream, mit den Gemsen und einem Bogen, super krass. So, wait. Naja, theoretisch kann ich jetzt hier sitzen und warten. Ne? Theoretisch kann ich jetzt hier sitzen und warten. Ja, oder einfach weiter marschieren, einsammeln und gut ist. Denn, ich meine, die Gänse da hinten, die werde ich jetzt nicht schießen. Nochmal eine Dreier. Hör doch mal auf, Kanada-Gans. Oh ne, die werden bis zu 5. Okay. Ja. Aber so mache ich das, glaube ich. Also, jetzt nochmal eine schöne Runde laufen. Da lag der Otto oder da liegt er immer noch. Er kann ja nicht mehr. Dann laufe ich jetzt hier die Runde. Der Wind spielt, glaube ich, auch mit. Ja, er spielt sehr gut mit. Und dann kann ich nämlich von hier aus hier oben nochmal rumlaufen. Und finde hier vielleicht noch ein paar Bisons. Ja, eine richtig, richtig nice Area hier. Also hier werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal mehr rumrennen. Nicht nur wegen der dicken, fetten Büffel und der Elche, sondern man hört es, glaube ich, auch. Überall um mich herum sind so Spots von den Gänsen, die hier rumschnattern. Also schon mehrere Spots auch gerade schon markiert. Und da sind die nächsten. Genau, da stehen sie rum und flattern und schnattern. Gerade schon eine Vierer gefunden. Und hier und da sind Büffel auch nochmal. Also ganz, ganz, ganz wilde Area hier. So, den nehmen wir natürlich mit. Rabams, auch der wieder Silberwertung dunkel. Ne, gucke mal da. Das war jetzt Leber und Lunge. Leber und Lunge, jawohl, sehr effizient. Hätte noch ein bisschen effizienter sein können, aber guck dir das an, Alten. Ich komme da überhaupt nicht durch, ey. Ich komme da nicht durch. Vielleicht muss ich einfach noch mal ein bisschen näher ran für mehr Schmackes. Entfernung war soweit okay, aber schon fast zu weit hinten. Wait a minute. So war der eine Schuss. Na, komm. Naja, hier jetzt ziemlich genau, ne? Naja, nicht ganz. Er dreht sich gerade so komisch. Zack. Naja, er überspringt den Moment. Egal. Ja, nächstes Mal vielleicht ein bisschen weiter vorne, knapper hinter das Schulterblatt und dann passt das. Mitgenommen. Ja, gute Points, gute XP. Und jetzt gehe ich allerdings in diese Richtung. Also ich hab, ja, Deo ist drauf. Da hinten war die ganze Gang. Ah, das sind die ganzen... Die laufen. Das ist die neue Gang. Das ist die von rechts. Elch. Noch ein Elch. Und wie weit sind die weg? 190. Ich stelle das Ding nochmal auf. Ich stelle das Ding auf. Was hatten wir zuletzt gesagt? Auf. Ja, ja, entspann dich. Komm, stell dich, stell dich, stell dich. Wo kann ich? Hier. So, die hauen ab. Aber die Bisons dahin auf 190 interessiert die überhaupt nicht. 150 Meter oder so ist die Grenze. Da sind die ganzen Gänse. 160 hat die auch nicht interessiert. Noch ein Elch, noch ein Bison. Noch ein Bison. Alter, das ist cool, ey. Das ist richtig, richtig cool. Und die gehen weiter. Leider ist der Dreier schon weg. Na, vielleicht kriege ich den da hinten so auf 300.
Der ist leider gerade schon weg, aber ich halte mal von hier gerade nochmal die Augen offen Richtung Wasser. Nee, hat sich noch kein Elchchen verirrt. Die laufen natürlich auch jetzt erst los. Guck mal, den Zweier, den muss ich doch rausnehmen. Das ist doch meine heilige Pflicht. Gottverdamme. Der ist doch nicht 480 Meter entfernt. Das kann doch nicht sein. Da stimmt doch was nicht. Nein, da stimmt doch was nicht. Da stimmt was nicht. Der ist nicht so weit weg. 420 Meter ist nur die Ränderreichweite oder sowas. Den würde ich ja gar nicht sehen auf 480. Müssen wir mal gucken, ob er gleich ein bisschen näher vorbeirennt. Und da blökt noch ein Elch. Ein Dreier. Auch cool, nehme ich doch auch gerne mit. Und noch ein Dreier. Ja, die nehme ich doch beide mit. Nice. Die kommen doch bestimmt gleich hier vorne irgendwo zum Trinken. Sind aber auch gerade im Mief und das finden sie uncool. Ja, aber noch sind sie ruhig. Top. Ich hoffe, ich sehe die jetzt gleich noch. Entfernung jetzt hier vom Elch, 124. Da könnte ich schon draufholzen. Oh, dann ist der andere weg. Alter, ich muss hier mal mit, wegen den Gänsen muss ich hier auch mal hin. Ist ja abgefahren. Wo würden die denn jetzt hier hingehen? Guck mal, die gehen doch jetzt hier zum Wasser und trinken, oder? Ich lasse die sich erstmal hinstellen. Da flattern die nächsten Gänse hier lang. Ich lasse die jetzt erstmal hinstellen. Im Idealfall habe ich dann gleich noch den nächsten Spot. Und dadurch, dass ich die ja jetzt hier nicht komplett übermäßig strapaziere, verschwindet ja dann auch der Spot, nicht? Und dann kann ich hier irgendwann später nochmal hin. Irgendwann ist ja mal Respawn von denen. Da ist der zweite. Jawohl. Ein Dreier. Ping. Dankeschön, das wollte ich. Da hinten rennen immer noch die Bisonten rum. Bisschen planlos, aber ist okay. Oh wait, gehen die weiter? Ne, die bleiben so da. Ja, das wäre nice. Zwei Stück, genau auf 200 Meter. Das wäre richtig nice. 180, 200 Meter. Ich gehe auf 150. Ja, das ist doch nice. Okay, ich fange an mit dem und danach den. Ich hoffe, ich kriege das hin. Okay, let's fetz. Jetzt juckt er sich da gerade an der Nase. So, jetzt aber. Nein. Wenn er jetzt anfängt zu trinken, ne? Nein. Jetzt fängt er genau an zu trinken. Okay, ich schieße erst ihn. Ich schieße erst ihn. Er ist auf 180 Meter. 180, 200. Er wird sich umdrehen, wird anfangen zu rennen. Wird ein bisschen tricky. Beide sehr gut getroffen. Und null. Ja, mittlerweile hat es angefangen zu schneien. Und wir haben hier aber auch schon direkt den ersten der beiden Dreier. Ja, schönes Geweih. Und gut getroffen. So gerade eben noch in die Lunge rein. Perfekt. Ja. Silberwertung aus 185 Meter, das war der erste tatsächlich. Angenommen. Und Level up. Yes, sehr gut. Und jetzt müssen wir aber den zweiten noch finden. Und er hat hier auch schon direkt die Spur. Na, ja, er ist ein bisschen weitergekommen. Der, ach nö, gar nicht mal. Och. Ja, sehr gut. So,
platt. Alter, das Geschnatter hier, ne? Da müssen wir mal dran. Zack, Goldwertung. Nochmal schöner. Jawohl. Frontal rein. Richtig, richtig nice. 196er. Gerade so ins Gold rein. Effizienz ist okay. Perfekt. Ja, nehmen wir mit. Sehr schön. Also, Bison, Elch. Das sieht doch schon gut aus. Und jetzt sind wir ja hier auf der Map. Also, in diesem oder von diesem Haus, von dieser Base. Einfach hier runter. Und haben jetzt hier schon mal ein bisschen wirken können. Und jetzt geht es gleich weiter in diesem Bereich. Und hier. Oder war es hier? Eins von den. Nee, es war hier. Da. Ja. Da war der andere Elch. Und zwar der Fünfer. Alter, ich werde hier auf jeden Fall mal mit Gänsen hingehen, ey. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. So, ich habe mal eben den Wind gedreht. Beziehungsweise meine Laufrichtung gedreht. Und bin einfach mal auf der anderen Seite, also Schnellreise zur anderen Base und renne jetzt quasi die andere Hälfte ab. Also bin jetzt auf dem... Bär. Oh, Elch. Oh, Trinkgebiet direkt. Perfekt. Also jetzt einmal quer rüber und habe jetzt hier quasi die gleiche Area wie beim letzten Mal. Und hier war... Ja, was hatten wir hier? Ich glaube, ein paar Sachen hatte ich rausgeschnitten aus dem Video. Oh, Dreiermännchen, sehr gut. Was man gesehen hat, war natürlich den versuchten Eierschuss auf den Elch. Und der war irgendwie hier unten. Und ich hoffe, dass der da nochmal ist. Das wäre der Oberhammer. Und dann hätten wir jetzt da hinten gerade noch einen Dreier. Oh, der geht aber... Oh, der rennt ein bisschen rum. Und hier waren auch noch weitere Grizzlies. Und zwar zweimal einen Sechser Grizzly. Die saßen hier rum. Oh, das ist doch auch neu, oder? Den habe ich noch nicht gesehen. Und jetzt müsste hier der Fünfer Elch stehen. Mal gucken. Wenn er denn da wieder ist, vielleicht ist er da auch nicht mehr. Vielleicht denkt er sich, nee, heute nicht. Oder vielleicht trinkt er immer nur genau um 12. Und um 1 haut er schon wieder ab. Wir haben ja schon 13:30. Oh, und ich habe noch einen Punkt zu verteilen. Einen Level-Up-Punkt kann ich noch geben. Also, mal ein bisschen Gas geben. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Braunbär, Weibchen hinter mir. Ne, Grizzlybär, besser. Und so langsam, das war doch hier, oder? War das nicht hier? Doch, das war hier. Das war da. Ja, ziemlich sicher, dass der da drüben, oder nicht? Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Alter, jetzt bin ich wieder am Hadern. Wo wäre denn das? War das doch nicht hier? Doch, ich bin doch hier runtergerannt und habe das zum ersten Mal gesehen. Oder war der hier unten? Bin ich so einen Bogen gelaufen? Alter. Ah, guck mal, das war noch nicht markiert. Das ist gut. 250 Meter. Ich stelle es jetzt hier auf, das Ding an. Und Grizzlybär auf der Flucht. Also ohne Scheiß, ne? Mit diesen Dingen, ne? Wenn man jetzt weiß, dass es so auf 250 oder
Sechser und Zweier. Hm, vielleicht ist es doch eine andere Area. Bin ich doch anders gelaufen? Da ist der. Da ist der. Sie haut natürlich auch ab hier, das ist klar. Ich muss das gleich nochmal ablaufen. Und nachher gucke ich mir das nochmal an im Video. Aber ich würde sagen, ihn hier nehmen wir mal raus. Auf ja, 240 Meter. Das ist doch angenehm. Er backt auch nur ein bisschen rum. Ja, er backt nur ein bisschen rum. Da muss man sagen, sowas muss man halt dann auch leider schießen, damit sich solche nicht verbreiten oder solche Argumente. Irgendwas findet man schon dafür. Da halten wir mal drauf. 300 Meter, ein bisschen drunter. Fünfzig, 25, 0 und ja. Halt, da müssen wir mal eben markieren. Und dann kann ich da gleich mal hinrennen. Aber vorher gucken wir natürlich nochmal. Da, ja. Da ist er. Vorher nochmal ein bisschen umgucken. Beziehungsweise nach dem Schuss muss ich auch nicht mehr umgucken. Aber es ist schon ein Riesenunterschied. Also, oh. Ein Zweier. Ein Zweier. Kann ich auch nochmal rausnehmen. Kriege ich den? Steht jetzt ein bisschen schlecht. Ich baue mal eben um. Ist schon cool, ey. Ist schon cool, also wenn man das so richtig einsetzt und dann so auf Long Range, das war ja auch das, wie es quasi geplant war beim letzten Mal, hatte ich ja schon gesagt, so schön auf Long Distance und dann gib ihm. Und dann ist es ja auch wurscht, dass das Ding so laut ist, ne? Dann kann das ja gerne Krach machen. Ich bin ja Max Range entfernt. Zweier Elch, sonst ist aber auch nichts zu sehen da. Auf Entfernung auch nicht und so weiter. Der Winkel ist natürlich gerade schlecht, wobei so würde gehen. Na, wolltest du noch mal kurz hinten am Poppes? Könnte versuchen ins Herz. 300 Meter, erst 260 entfernt. Wird super schwierig. Wird super schwierig. Vor allem allein das Halten, ne, mit dem Scope. Da musst du einfach schon die ganze Zeit, vor allem als Untrainierter, ne? Musst du schon die ganze Zeit immer gegensteuern mit der Maus. Ich glaube, ich habe ein bisschen drüber geschossen. Ja, ich habe drüber geschossen. Der war, glaube ich, komplett daneben. Und der war einfach reingejubelt. Na, ob das noch was wird? Eieiei. Wow. Karibu, Alter. Das Schild einfach ein Karibu. Das ist ja nicht schlecht. Ha. Karibu. Fünfer Mittel. Und wir haben hier einen Dreier. Naja, muss ich ja auch rausnehmen, ne? Die mittleren kommen alle raus. Auf 150 Meter, war das richtig? Ja, 160. Von hier aus schön in die Lunge. Das geht auch. So, zack, zack, zack. Ja. Ah, liegt da so? Ja, doch, geht. Und nochmal direkt einen nachgesetzt. Und liegt auch schon. Na, guck. Ja, für genau solche Fälle ist das Gewehr dabei gewesen, ne?
wenn du hier rumrennst und auf einmal doch noch was Interessantes findest, dann muss man doch auch startklar sein. Oder jetzt kommt eine Horde von Wölfen oder so. Yo, das sieht doch gut aus. Vernünftiger Silberwertung, jawohl. Ah, knappes Teil. Magen und Leber getroffen. Ja, ich habe schon gedacht, ein bisschen weit hinten. Ja, deutlich. Aber reichte. Reichte. Sehr gut, auch den rausgenommen. Und direkt weiter hier zum Karibu. Das liegt gar nicht so weit weg. Super praktisch. Ja, Karibu auch sehr, sehr freakig. Ja, und da ist es dann auch schon. Cool. Krasses Geweih, nicht schlecht. Das sieht auch schon wieder ganz gut aus hier. Schön verzweigt und verästelt. Boah, bis 430 gehen die hoch. Krass. 163 von hier aus getroffen in die Lunge. Ja, mit der Moradi einmal nur getroffen, hat aber auch völlig gereicht. Mit der Durchschlagskraft, beziehungsweise mit der Aufpilzung. Ich habe ja immer noch die Aufpilzungsmuni auf der Moradi. Und auch die hilft noch. So. Das war doch schon mal gut hier. Einiges mitgenommen. Der Wind sagt, Alden, Südwesten ist eine gute Idee. Yo. Warnruf. Elchkuh. Na. Oh. Und die nächsten. Auf 114, 100 Meter nur noch. Ui. Okay, das ist close. Und da hinten, die sind ein bisschen weiter weg. Ja, hier kann ich jetzt natürlich nicht das Ding mal eben aufstellen. Aber eigentlich will ich die auch nicht schießen. Das sind die kleinen Einser, die lassen wir. Die lassen wir alle drin. Und da ist noch ein Babbo. Oh, wie nett. Auf 90 Meter, den nehmen wir direkt raus. Hund, geh weg. 75, bisschen drüber und gib ihm. Tip, top. Ja, das ist natürlich angenehm. Leider jetzt ohne Hochsitz. Das ist nicht so angenehm. Das heißt, zack, direkt so ein dicker Federroder flatschen hier. Ganz anders als hier unten. Das macht halt der Hochsitz, ne? Riesenunterschied. So, oh. Karibu auch noch da irgendwo. In den Wäldern, auch gut. Ihr seid ein andermal dran, ihr Karibus, ja. Heute nur die dicken Brocken. Ja, und die Gänse, die sind auf jeden Fall auch nochmal dran. Das ist ja grausam, das Geschnatter, ey. So. Jawohl. Und Platz. Da ist er. In Windeseile rausgenommen, der nächste silberne. Perfekt. Beide Lungenflügel sogar direkt hier auf knapp 100 Meter. Ja, sehr schön. Direkt mitnehmen. Also bisher einfach eine gute Ausdünnung. Einfach alles, was im mittleren Bereich ist, hier heute rausgenommen. Ich glaube, das ist ganz effektiv gewesen. Und jetzt geht es hier natürlich noch weiter. Beziehungsweise hier ist natürlich noch einiges, ne? Also mehrere Seen, hier die gesamte Area, hier unten lang, hier oben lang. Kann man sich, glaube ich, ganz gut aufteilen. Je nachdem, wie der Wind gerade steht. Und dann Stück für Stück die Männchen rausnehmen, die einfach ein bisschen zu low sind, in der Hoffnung, dass dann irgendwann die größeren nachspawnen. Irgendwann kommen sie. Irgendwann stehen sie da, die großen. Oh, und da kommt noch einer. Zwei Männchen. Ja, ich muss hier schon aufstellen. Zwei Männchen.
als Dreier. Ich hoffe, die Bäume sind jetzt nicht im Weg. Der, ganz klarer Fall. Das ist der Zweier, da ist der Dreier. Okay, sieht gut aus. Und so versuche ich sie rauszunehmen auch. Wir fangen an mit dem, das ist der Schwierigere. Und der ist am ehesten weg. Wir sind hier auf 160 Meter. Das passt, also knapp drüber. Ja, wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher mit dem Zweier. Ob man Einser und Zweier lässt. Ich glaube, man lässt nur Einser. Und Zweier und Dreier werden rausgeschossen. Wie gesagt, wenn du das genauer weißt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Jetzt nehmen wir erstmal den hier raus. Das war, wenn schon, dann ein Arschschuss. Das war nicht gut. Der zweite, der ist weggekommen. Aber der erste müsste doch sitzen. Und der erste, der sitzt. Da kommt der Zweier noch wieder zurück. Und der Dreier auch. LOL. Hund, Platz. Da ist er, 150 Meter. Und weniger. 150 und weniger. Muss schon gleich auf 75 gehen. Ja, das ist der Nachteil einfach mit diesem Riesen-Zoom-Scope, aber der müsste gut getroffen haben, ja. Und da hinten liegt er. Und zack, da liegt er. Ja, der Dreier ist auf jeden Fall auch noch raus. Damit haben wir den anderen noch. Der lag jetzt da, glaube ich. Genau. Gut, so. Doch noch bekommen. Die waren gar nicht so verschreckt. Das ist cool. Auch das natürlich Vorteil, ne? Von diesem, ja, die Scheuchwirkung ist einfach geringer, wenn man das Tripod-Ding da benutzt. So, verfolgen weiter, Alden. Na, und sehr gut hat er sogar gefunden. Ratzfatz. Da ist er doch, der Dreier-Elch. Sehr schön. Silberwertung auch, jawohl, rausgenommen. Asymmetrisches Geweih, auch ganz cool. Immer mal was anderes, jawohl. Ja, perfekt. So kann er. Und so kann er auch gerne nachspawnen. Na, da ist er ja schon. Da ist er schon. Gar nicht weit weg. Und die Elchkuh ist noch auf der Flucht und hat immer noch das kleine Zweiermännchen dabei. Ne. Aber den nehmen wir so mit. Auch nochmal eine Silberwertung. Jawohl. Mickriges Geweih. Oh, das war aber knapp. War auch ein bisschen vorgeaimt. Aber hat gerade noch so gepasst. Schön in die Lunge rein. Perfekt. Ja. Coole Sache. Das ging noch richtig, richtig gut. Also einiges hier rausgenommen heute. Einiges rausgenommen, viele, die halt in dieser mittleren Klasse sind und dementsprechend können sie dann vielleicht ja mal als größer irgendwann nachspawnen, wäre doch nicht so schlecht. Wird aber bestimmt noch ein bisschen dauern, bis das passiert. Da muss ich bestimmt noch einiges mehr rausnehmen. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt und wir gucken hier nochmal im Pirscher. Gibt es denn hier was?
Ja, hier oben geht es ja weiter mit dem Lautlosen und um dahin zu kommen, dass man eben weniger Geräusche produziert, nehme ich erstmal, ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Nichts für schön Wetter, so. Und dann gucken wir mal, dass wir hier weitermachen mit dem Jägersmann. Also, ich bin schon ganz zufrieden. Kann man so machen. Jetzt geht es erstmal wieder ab in die Base. Und ja, die Area wurde, glaube ich, schon richtig, richtig gut aufgedeckt. Super viele Gebiete, Bedürfnisgebiete. Nice. Macht schon richtig Bock. Und wir gucken mal, wie es dann und wann es hier weitergeht. Also erstmal zurück in die Base und Schicht machen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos hier. Entweder ja, mal wieder auf Elch oder, ja, ich glaube, auf der Map das nächste Mal vielleicht echt mal wieder auf Vögel. Hier die ganzen Gänse rausnehmen, wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.